Deep Silver. Piranha Bytes. Nvidia. Risen 3 Titan Lords. Die Preview-Version. Und die Musik ist so geil, ich muss das ganz kurz anlassen. Normalerweise zeige ich dir das Hauptmenü, aber jetzt lasse ich einfach mal durchlaufen. Nur wegen der Musik. Es geht gleich los. La da 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 da. Schalalala. Schala. Das Krakenmonster. Wir erinnern uns an Risen 2. Die Südküste. Ich habe den Hintergrund nie beachtet. Kalador, guck mal da. Der verlorene Osten. Und ein Horn. Ein Horn. Hallo und herzlich willkommen zu Risen 3, der weltexklusiven Preview-Version. Ich betone das weltexklusiv extra, weil ich mich darüber heimlich ein bisschen freue. Das hört sich so toll an, weltexklusiv. Denn wir dürfen Risen 3 quasi als erste hier spielen auf dem Channel, wo wir uns schon brav durch Risen 1 und 2 durchgeschlagen haben. Und wir spielen die Preview-Version von der RPC. Vielen Dank nochmal an die liebe Cecile, die uns das ermöglicht hat. Wir spielen quasi die Roleplay-Convention-Version, die da vorab spielbar war, für die Leute, die das nicht sehen konnten. Und so ist das korrekt. Ja, so ist das korrekt. Gut, dass ich nicht mehr riechen kann. Ich wette, hier stinkt's nach Fisch. Ja, deine Mutter ist zu Besuch. So, jedenfalls, wir sind nicht alleine, wie man sieht. Wir haben noch jemanden dabei. Es ist der lebende Glatzenkugel quasi. Es ist der Meister Proper des Risen-Universums. Es ist Monsieur Mendoza. Mendoza. Aus Risen 1, die wir damals weggewatzt haben. Der ist auf ominöse Art und Weise jetzt wieder dabei. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich weiß nur, eigentlich wäre er noch nicht hier. Also wenn man im Spiel quasi hier ankommt, auf die Insel hier, dann ist der Mendoza noch nicht dabei. Kann man eigentlich hier mal ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Wir sind hier, ah ja, da sind wir. Hier, ne? Insel Taranis. Ach, da steht's ja auch. Kennt man vielleicht noch. Und wir, das bin ich. Ne, und das wissen wir alles noch nicht. Zu diesem Ziel kann ich teleportieren. Das wusste ich auch noch nicht. Ich bin gerade das erste Mal hier in der Karte. Und man sieht noch, da laden ab und zu so ein paar Sachen nach. Es ist eine sehr frühe Preview-Version. Bitte macht das Spiel noch nicht daran fest. Wir dürfen es einfach nur schon vorab schon mal sehen, wie weit die Herrschaften sind bei Piranha Bytes. So, Mendoza. Kommst du mit oder bleibst du hier? Ich will nicht lange labern, ich möchte mich gerne mal umgucken. Wer bist du denn? Marbuk, aha. Hallo, Herr Marbuk. Fracht? Was? Bist du nicht mit dem Boot da angekommen? Was für eine Fracht habt ihr dabei? Nur uns selbst. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Nein. Man sieht auf jeden Fall, es sind definitiv die typischen Risen-Handbewegungen in den Gesprächen, die haben Tradition, muss man einfach sagen. So, ihr Magier habt ein Lager. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja, es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Neue Quest, sprich mit Bake. Sprich mit, Marbuk? Marbuk, was wird das? Was machst du da? Marbuk? Was macht der Marbuk da? Ich glaube, Magier sind ja, die sind ja immer sehr einsam. Das sind alles Männer und die leben alleine einsam in einem Turm. Ich glaube, der versucht sich an uns zu reiben.
Das liegt wahrscheinlich an der Frühlingssonne, die ihm gerade irgendwie auf die Vorderglatze knallt. Ich glaube, der ist einsam, der Marburg. Ich gehe mal lieber ein bisschen beiseite. Übrigens, wie man sieht, schon jetzt sehr, sehr flüssig. Ich spiele gerade immer noch auf dem Notrechner aus dem Hotelzimmer sozusagen. Nicht aus dem Notrechner, aus dem temporären Aufnahmerechner aus dem Hotelzimmer heraus. Und selbst hier läuft alles tiki-taki flüssig. Unfassbar. So. Da hat er sein Zauberbuch wieder rausgeholt und wir gehen mal ein bisschen weiter. Wen haben wir denn da? Es ist Safi. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Einen Rum? Na hier. Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reift, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Im Hintergrund sieht man gerade ein bisschen die Sonne wandern. Tick-Tack, Tick-Tack. Die wandert so ein bisschen im Sekundentakt. Und da fällt ihm ein bisschen Licht ins Gesicht, was ich persönlich sehr gut finde. Weil irgendwie, er steht gerade im Schatten. Was wollte ich sagen? Und ich freue mich, dass die Gnome mit dabei sind. Da freue ich mich ja wieder. Wie hieß denn noch der Gnome aus Risen 2? Wie hieß er denn noch? Den wir mitnehmen konnten. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Den mochte ich auch. Ich hoffe, der ist auch wieder dabei. So, ein Gnome, der rumsäuft? Ein Gnome, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homie will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Ja, was denkst du denn über die Magier? Man merkt auf jeden Fall die Gespräche, die Dialoge, alles noch so ein bisschen wie damals. Und Risen 3 soll ja, da kennt ihr euch vielleicht besser aus, es soll ja die Brücke zwischen Gothic und Risen 1 schlagen. Ich persönlich kann dazu nicht viel sagen. Asche auf mein Haupt, ich habe schon mehrfach erwähnt, ich habe Gothic immer noch nicht gespielt. Verdammte Axt. Ja, aber Risen 1 habe ich dafür gespielt und ich freue mich umso mehr, vor allem natürlich wieder aufs Blümchen pflücken. Und Risen 2 fand ich persönlich, auch entgegen einiger Meinung, fand ich das ziemlich geil. Auch wenn es halt ein Piratensetting ist, was sehr ungewöhnlich ist für so ein Fantasy-Roleplay, dass man dann plötzlich irgendwie in einer Piraten-Ära ist. Aber das wurde hier wieder ein bisschen revidiert, ein bisschen rausgenommen. Ich lasse mich einfach überraschen und was denkst du eigentlich über die Magier? Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Huch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Da habe ich gerade aus Versehen die Glatze reingeholt, weil ich glaube, man kann in den Gesprächen nicht hier, man kann, glaube ich, in den Gesprächen auch die Maus bewegen und somit die Szenerie ändern. Das muss ich gleich mal probieren. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine, kleiner Mann? Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, jip, hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Ach, deswegen ist Mendoza dabei. Jetzt verstehe ich das. So, kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Safi kann. Aber kostet dich Goldmünzen. Mist. Gold. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold wir haben. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Frag, Homie. Okay, für 2000 Gold können wir Schnaps brennen lernen. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel Gold wir haben. Zurück. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Schöne Dingis, Homie Lucky. So, Homie Lucky, schöne Dingis. Hier kann man den NPC auch noch mal ein bisschen drehen. Wenn man die hässlichen Visagen nicht sehen will, hier noch mal ein schöner Rücken. Aber ich mag die Gnome hier irgendwie. Die sehen aus wie so ein bisschen. Die sehen aus wie eine Mischung aus Maulwürfen und Schweinen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir kriegen Proviant. Nahrung. Die sämtlichen Nahrungstypen wurden ja seit Risen 2 als Proviant zusammengefasst. Und ansonsten kriegen wir nur Gesaufe. Und wir haben 6000 Gold. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Ansonsten. Ciao. Da hinten haben wir noch einen Gnome. Und wir haben noch ein riesiges Schiff. Wir selber sind, glaube ich, da hinten mit der Nussschale angekommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir da wieder zurückkommen. Hat der Mendoza eigentlich was zu erzählen? Warte hier. Warte hier. Geht klar. Mendoza wartet. Komm mit. Komm mit. Wird gemacht. Der Mendoza... Warum hört der Mendoza auf uns? Der war doch selber kurz davor, die Titanen zu besiegen oder selber zu einem zu werden. Der hat immer noch seine Augen kneist. Warum hört der auf uns? Ich verstehe es nicht. Und ich vermisse ein bisschen die Augenklappe vom Hauptcharakter. Und wir sehen ein bisschen aus, wir spielen ja nicht mehr den Charakter aus Risen 1 und Risen 2. Wir spielen in Risen 3 Christian Bale. Ne, man sieht es. Da wurde eine hochwertige Lizenz gewonnen. Es ist Christian Bale. Jetzt fehlt nur noch die Batman-Maske. So. Oh, eine Ratte. Halte, schwerer Angriff. Hua!
Schlage unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut zu, um beide Angriffe zu einem mächtigen Combo-Angriff zu verbinden. Hua! Nein! Ich wollte doch nicht den Gnom schlagen! Während eines Combo. Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Das war das Tutorial! Charakterwerte steigern! Ich wollte das nicht! Charakterwerte steigern! Du hast genug Ruhm, um. Die machen das schon! So, scheiße. Das ist die Preview-Version. Ich verhau hier alles. Kacke. Du hast genug Ruhm, um ein Attribut zu steigern. Die Änderungen werden beim Verlassen des Menüs wirksam. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch lohnt, das Menü zu verlassen, wenn wir gleich eh hier abschlachten. Nahkampf können wir einmal brauchen. Wir gehen da gleich drauf ein. Ich gehe jetzt mal wieder raus. Jetzt herrscht wieder Ordnung. Famo! Der Safi ist gar nicht mehr böse. Rumold ist bewusstlos. 15 Gold erhalten und Rumolds alter Schlüssel. Aha. Ich wollte das nicht. Das wisst ihr, ne? Wenn er eh bewusstlos ist, gucken wir ja gerade ganz kurz mal rein. Verschlossene Truhe. Okay. Ach, Schlösser knacken. Ach, du Heilige. Oh, ob ich das noch hinkriege? So. Ich erinnere mich ja. Kugel, Gold und Zucker nehmen wir alles. Gib dem Affen Zucker Äffchen. Oh, ein Äffchen. Können wir das nicht tamen? Ein Fernrohr. Hey, Atto, Atto! Was denn? Du hast nichts gesehen. Meh, Lucky, Lucky! Oh, mein armer Schädel. Schnell weg. Er hört uns gerade nicht. Okay, wo ist eine Truhe? Hier ist eine Truhe, ne? Alte Lagerkiste. Gold! Wir klauen alles! Rumolds geheime Kiste! Oh! Altes Wissen! Besser als neues Wissen! Pokal! Und erstmal... Ah! Erstmal sitzen! Huch! Christian Bale muss sich hinsetzen! Auch Schauspieler brauchen eine Pause! Wie kann ich aufstehen so? Was macht der denn? Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ach so, gibt's da mehr? Das wusste ich nicht. Hättest du mal eher gesagt. Ein Bauplan. Jetzt lernst du mich kennen, dreckiger Dieb. Du kannst Angriffe deines Gegners jetzt kontern. Pariere seinen Schlag kurz bevor er dich angreift, um einen Konter auszulösen. Das war's dann wohl. Alter, nee, Lucky, Lucky. Der hat den voll weggeprügelt. Safi, du verrätst doch nichts, oder? Entschuldigung. Jetzt sind wir auch mal ein böser Pirat. Wir sind ja gar kein Pirat mehr, verdammt. Wie kann ich das jetzt noch rechtfertigen? Handspiegel. Hey, Atto, Atto! Ja, ja, sieht ja keiner. Haben wir einfach mal geklaut? Im Hauptspiel machen wir das natürlich nicht. Wenn wir im August dann quasi... Was haben wir denn hier? Ein Teleportstein? Schön. Spruchrolle, schön. Wir klauen einfach alles. Ein Bett haben wir auch, da können wir uns mit dem Mendoza reinlegen, aber da brauchen wir mehr Ruhm. Ich glaube, der beobachtet uns jetzt. Eventuell traut er uns nicht mehr. Taran ist Band 1. Kann ich denn im Inventar mal eben ganz kurz benutzbares? Lalalala, da schaue ich mal rum. Plunder, Charakter, Magie, benutzbar, Plunder, Logbuch, Taranis. Neue Verbündete. Meine Kraft hat mich verlassen. Ich muss mich einer starken Gemeinschaft anschließen, um von ihnen zu lernen. Mächtige Kristallmagier sollen auf der Donnerinsel Taranis zu finden sein, wo wir gerade sind. Nur die Hälfte wert. Mächtige Kristallmagier sollen auf der Donnerinsel zu Taranis zu finden sein, okay. Da können wir später mal gucken. Das ist die Seekarte, das ist das Inventar. Rechte Hand, lalala. Wo haben wir denn jetzt Benutzbares? Plunder. Bauplan für Seelenring. Können wir den lernen? Oh. Huch. Das war es offenbar nicht. Taranis Band 1. Eine private Dokumentation der Geschehen auf Taranis. Die Ankunft auf Taranis. Unbezwingbar sind sie, so heißt es. Doch nach weiteren Nachforschungen merken wir schnell, dass Titanen sich meiden. Wo ein Titan wütet, ist kein anderer. Dieses Prinzip wollen wir uns zunutze machen. Viele Tage und Nächte vergingen, in denen wir Angst um unser Leben hatten. Wann würde der erste Titan unsere Machenschaften auf der Donnerinsel bemerken? Doch die Zeit verstrich und die Klügsten unter uns fassten einen Plan.
Wir bauen ein Energiefeld, welches so mächtig ist, einem Titan trotzen zu können. Diese Insel scheint ein guter Ort für ein solches Vorhaben zu sein. Die natürlichen Vorkommen der magischen Kristalle, die wir hier finden, werden uns helfen, unser hochgestecktes Ziel zu erreichen. Wir werden sie fördern müssen. Die zwei aufeinandertreffenden Klimazonen bauen so viel Spannung auf, dass es eine regelmäßige Zahl von Blitzen pro Tag gibt, deren Energie wir uns zunutze machen können. Vor allem Meister Marburg hat ein großes Interesse an den Blitzen. Er glaubt, dass man ihre Kraft bündeln und umleiten kann. Begannen wir mit der Arbeit und mit der Forschung etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Wenn wir nur schnell genug sind, können wir unser Wissen in das zerstörte Land hinaustragen, um es für die Menschheit zurückzuerobern. Und ich frage mich gerade, wenn wir den Mendoza dabei haben und uns auf der Insel Tanaris befinden, entschuldige, da, guck mal da oben. Sind wir dann, oder kommen wir dann eventuell noch in alte Gebiete, wo wir auch früher waren, die jetzt aber zerstört sind? Oh, Muscheln. Muscheln sind immer gut, das wissen wir ja. Die kann man eröffnen. Oh, guck mal hier, was haben wir denn da noch? Apfel oder ein bisschen Gold. Ein Gold, noch ein Gold, noch ein Gold, noch ein Gold. Noch ein Gold, noch ein Gold, noch ein Gold, noch ein Gold und noch ein Gold. Banane. Nehmen wir alles mit, wer doch gelacht. Und Truthähnchen. Köstlich. So, die schlage ich aber mal nicht kaputt. Was haben wir denn hier noch? Eine Schatzkarte. Der Schatz im Wald von Taranis. Und offenbar kann man hier alles mitnehmen. Ich möchte, glaube ich, nicht alles mitnehmen, aber man kann es. Hey! Können wir die nochmal anquatschen, den Marburg? Die Blitze werden uns den Weg weisen. Genau, deswegen wollte ich ihn ansprechen, der Blitze wegen, aber da hat er nichts mehr zu sagen, leider. Dann schauen wir uns hier einfach nochmal ein bisschen um. Auf das Schiff wollte ich gleich auch nochmal rauf. Können wir wieder laufen? Ja, wir können auch wieder laufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, redet er nicht mehr mit uns? 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. 8 gepökelte Wer? Wie? Was ist? Ich bin der Typ, der dir gerade voll in die Fresse gehauen hat. Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferanten. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Und, verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Gut, denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Was? Diebe? Hast du ein Problem mit Dieben? Ich? Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Wenn du sie besser diszipliniert hättest, dann würden sie sowas auch nicht machen. Und wie würdest du das machen? Wir könnten meinen Captain hier vor ihren Augen hinrichten, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Vergiss es. Wie auch immer. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Ich glaube, das ist ein guter Plan für eine erste Aufgabe. Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Okay, und was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Ich glaube fast, es ist das Äffchen da hinten, das klaut. Wir kennen das ja noch aus Risen 2, das Äffchen. Oh, das war so süß. Und. Ich glaube fast, das klaut und bringt das irgendwo anders hin. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
So, wir haben 6000, wir haben auf ominöse Weise haben wir gerade 573 Gold verdient. Und ich weiß aber noch nicht genau, was wir damit jetzt kaufen sollen. Zucker, Schwanzstachel habe ich selber. Natürlich, Dietrich können wir immer brauchen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie viel davon wir brauchen. Roher Fisch und so weiter. Wir kaufen später. So, hey Safi. Romald behauptet, dass ihr Gnomen klaut. Safi nie was gestohlen. Nicht eine Flasche. Safi ehrlich. Okay. Und was meinst du, wer kann es gewesen sein? Aber das werden wir ja nicht erfahren, ne? Da war doch noch ein anderer Gnom. Da hinten läuft er. Dann fragen wir doch den mal. Wo geht er überhaupt hin? Sehr verdächtig. Hallo, Kleiner. Klein? Gagi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gagi ist 3,75 Fuß groß. Oh, na hallo. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja, Gagi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Natürlich. Warum nicht? Favo, dann hör Gagi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Einen Rum für Rumold. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Okay, ich nehme... Guck mal, da kommt noch ein Mensch. Ich nehme an, das ist eine Scherzfrage. Er hat wahrscheinlich noch einen in seinem Namen übrig. Rumold. Einen? Richtig. Er trägt den ja im Namen. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Juhu, und wir haben 100 Ruhm bekommen dafür. Sehr schön. Außerdem wollte ich kurz erwähnen... Rumold glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Rumold ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gadi das nicht antun. Okay. Unsere Kumpo, ich mag diese Gnomensprache übrigens. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gagi kein guter Tief, Gagi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dingi stiehlt. Gnome sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. Ein guter Tief? Hör mal, ich bin Tief 4, Akkusativ 4. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Affentrainer lernen. Äffchentrainer. Vielleicht liegt es auch nur an der Banane, aber du weißt, wie man aus einem Äffchen einen geschickten Dieb macht. Juhu, es geht wieder. Panzerknacker lernen. 500 Gold, Fingerfertigkeit 30. Meisterdieb lernen. Wir brauchen aber 40 Einfluss. Ich weiß gar nicht, ob wir den haben. 1000 Gold haben wir. Ich bin noch nicht gut genug. Oh, jetzt lass dich nicht hängen. Okay, das können wir momentan noch nicht lernen. Meisterdieb, Fingerfertigkeit 20, Einfluss 20 geht wahrscheinlich auch nicht. Ich möchte lernen, wie ich Leute beklaue. Oh. Homie möchte ein Taschentief werden? Das ist Königsdisziplin der Tief. Das Wichtigste ist, ihn dabei abzulenken, während du in seinen Taschen wühlst. Wenn er dich bemerkt, Homie ist in großen Schwierigkeiten. Wenn er nicht aufpasst, schlägst du zu. Nimm so schnell du kannst, so viel wie es geht. So ist so mancher Gno reich geworden. Okay, dann probieren wir mal. Meisterdieb steigern können wir immer noch. Machen wir später. Wir haben nicht so viel Gold, glaube ich. Weiß ich nicht. Handelst du auch mit Waren? Handelst du auch mit Waren? Tredo, yip-yip, Homie. Dann lass uns handeln. Lass uns handeln. So, Bombe, 237. Was haben wir da überhaupt an Ausrüstung? Achso, das ist ja sein Krams. Wurfmesser, lalalala. Ein Lederhemd, ein schwarzes Hemd. Ich würde mich ja gerne ausrüsten. Ich bin ja ein Ausrüster. Das weiß man ja. Ein einfaches Hemd. Ich mag dieses hier und ich mag das hier. Das Lederhemd hat vielleicht ein bisschen zu viel Brustbetonung. Ich bin mir nicht sicher. Alte Schuhe. Ich guck mal ganz kurz, was wir überhaupt haben. Klingensicher, minus 3. Einschüchtern minus 5. Hemd minus 15, minus 14, bla bla bla, alles minus, minus, minus. Das heißt, wir haben momentan eine bessere Ausrüstung als das, was wir ja kaufen können. Netterweise einfach mal so für unseren Krempel. Können wir ja verkaufen. Was haben wir denn an Krempel? Kadettenhelm. Nietenhose, Stiefel, lalala, Schurkenring, Diebesamulett, roher Fisch, Fackel, Proviant, Tritra, Trulala, Eisenerz, goldener Pokal. Händler geben gutes Gold dafür, dann verkaufen wir das mal. Zucker brauchen wir bestimmt noch. Eine Schaufel haben wir, Spitzhacke, Dietrich, Meißel. Solider Meißel, kaum benutzt. Handspiegel können wir verkaufen. Wer ihn in der Hand hält, kann sich darin spiegeln. Wow.
So, hier, Rost haben wir noch, aber ich glaube, diese Schriftrolle kann Schlösser in Sekunden verrosten lassen. Die behalten wir mal. Ach so. Ist noch nicht Handel akzeptieren. So, ciao. 2 mal 3 mal 4. Nein, 6. Ach, gar nicht fast verrechnet. So, 10 Ruhm für eine Ratte ist nicht schlecht. Wir brauchen so viel Ruhm, wie wir kriegen können. Wer ist denn der junge Mann da mit der lustigen Flasche am Revers? Ach, das ist keine Flasche, das ist ein... Such dir wen anders zum Reden. Alter, ich will reden. Na gut. Jetzt will ich aber ganz kurz nochmal gucken, was ist denn das hier für eine komische Perle? Hübsch sieht die aus, die würde ich fast am liebsten mitnehmen, weil die so magisch aussieht. Und wir gehen erstmal ganz kurz aufs Schiff und gucken mal, ob wir da vielleicht jemanden haben, den wir kennen. Wir kommen nicht von diesem Schiff, ne, sondern wirklich von der Nussschale da drüben. Was macht er denn da? Ein Kampfmagier oder was? Das ist ja interessant. Aha, Ninja. Gut, dich zu sehen. Schicke Hand. Riech mal. Okay, mit den Kadetten können wir nicht quatschen. Wer ist denn der junge Mann? Ein Kadett. Der junge Mann ist auch ein Kadett. Alles Kadett. Alles Opels hier an Bord. Hier ist niemand drin. Können wir hier eventuell, können wir hier vielleicht was ausleihen? Nee, ne? Und wundert sich keiner, dass wir einen Geist dabei haben? Oder sehen die anderen den nicht? Hey, Moment mal! Ja, was ist denn los? Locker bleiben, ich bin ja gleich wieder weg. Du bist also der wichtige Mann hier an Bord. Lass dein Schwert stecken, Böschchen, sonst wirst du es bereuen. Locker bleiben oder du bist... Ah. Du bist also der wichtige Mann hier an Bord. Ich habe den Auftrag, auf die Galeere der Magier aufzupassen. Und deine Visage kenne ich nicht. Obwohl, du bist doch der Kerl, der kürzlich hier im Hafen angeschippert kam. Ja, richtig. Du kommst von weit her, was? Erzähl mal, wie ist die Situation da draußen? Naja, folgendes. Eine Flotte von Geisterschiffen macht die See unsicher. Oh ja, hab ich auch schon gehört. Das ist übel, zum Glück sind sie hier noch nicht aufgetaucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kann schon sein, dann müssen wir eben kämpfen. Ja, wir können uns noch mit den Geistern verbünden, ich habe zufällig einen dabei und übrigens... Schönes Schiff hast du da. Es ist nicht meins, es gehört den Magiern. Okay, aber kannst du es auch führen? Natürlich, sonst hätten sie mich bestimmt nicht mit einer solch ehrenwerten Aufgabe betraut. Hm. Neue Quest, die Magiergaleere. Neue Quest, ein großes Schiff. Was müsste man machen, um dich dazu zu bewegen, mit der Galeere hier auszulaufen? Um dann was zu tun? Die Flotte der Geisterschiffe aufs Korn zu nehmen. Du spinnst wohl. Ich habe meine Befehle. Solange mir keiner etwas anderes befiehlt, bleibt die Galeere, wo sie ist. Und wer gibt die Befehle? Immer der Stärkste. Und das sind im Moment zweifelsohne die Magier. Könntest du da nicht mal eine Ausnahme machen? Niemals. Okay, der Neron. Kann man mit dem überhaupt noch plaudern? Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Jawohl, zu Befehl. Herr Obergefreiter, Lieutenant Oberstgefreiter, Sir General Bergfrühling, hallo. Mann, der ist aber wichtig. Okay, er hat seine Befehle. Wir können da momentan eh nicht viel machen. Dann gehe ich wieder von der Galeere runter. Warte mal hier lang. So. Und dann düse ich mal in diese Richtung. Und wir haben noch nichts von der Insel gesehen. Wir hängen jetzt die ganze Zeit nur hier in der Stadt herum. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal ein bisschen was von der Insel an und schauen uns mal generell ein bisschen um. Wir können leider nicht allzu viel spielen und nicht allzu viel vorwegnehmen, natürlich, weil es die Preview-Version ist, weil es hier und da eben noch ein paar Bugs gibt, die noch fein getuned werden und so weiter und so fort. Wir haben hier theoretisch eine riesige Insel, die wir hier wirklich schon erkunden können, die gesamte Insel. Es gibt ein paar Grenzen, da sollten wir möglichst nicht hinkommen, weil da irgendwie steht, nicht für die Preview-Version. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Und ich denke mal, ein paar Folgen können wir uns hier umschauen, können wir schon ein paar Quests annehmen, vielleicht sogar lösen, unseren Charakter trainieren, gegen Monster kämpfen, einfach schon mal einen Blick auf Risen 3 werfen, das im August rauskommt. Und ganz ehrlich,
Ich persönlich freue mich jetzt schon drauf. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber es erinnert mich jetzt schon sehr an eine Mischung aus Risen 1 und Risen 2. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es außerhalb dieser kleinen Hafenstadt sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.